Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim Beagle. Wir sind immer noch mit Nate in diesen Katakomben auf der Suche nach Eldorado. Sully hat Probleme. Ich hoffe, wir können Sully mit seinen Problemen helfen, ohne selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Mal sehen. Ich habe im letzten Video völlig Vorsicht, vergessen. Nate, das ist echt tief. Unterbrich mich, Sully. Unterbrich mich. Kein Witz, oder? Ich habe komplett vergessen, der lieben Ed Cupcake-Katze einen riesen Dank rauszuschicken, die sich hingesetzt hat mit mir und mit mir durchgegangen ist, wie man Videos vom Sound her aufnimmt und vom Mikro. Also, wenn was nicht funktioniert, liegt es nicht an Cupcake-Katze, sondern an mir. Und ja, für alle, die nicht zu Cupcake-Katzes Community gehören, aber sich hier rein verirrt haben, schaut auch gerne mal bei ihr vorbei. Sie ist im Resident Evil-Wahn und das lohnt sich immer zu gucken. Und wir machen jetzt hier mit Nate weiter. Theoretisch weiter, wenn ich jetzt wüsste, was ich tun soll. I don't know. Guck mal, so lange ist es schon wieder her. Da kann man drauf schießen. Da hat es mir angezeigt. Okay. Ja, jetzt, Entschuldigung. Er stöhnt dabei so. Ist auch schwer. Sully steht. Hier, lass mich mal. Okay. Ich dachte schon, Sully steht daneben und macht gar nichts, aber nein. Es ist ziemlich dunkel, ne? Ich halte sie auf. Versuch du, sie von Na, innen vielleicht zu sollte ich blockieren. Sully auch einfach anleuchten, dann ist es nicht mehr so dunkel. Was soll ich denn machen? Ich habe ihm nicht zugehört. Okay, ich muss hier rein. Ja. Beeil dich, Nate. Ja, ist ja gut. Ein Tipp. Schieb den Karren. Okay. Ach, diesen Karren. Beeil dich. Pack's Ja, nicht ja. mehr lange. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das mit so einem Karren Okay, lass los. funktioniert, aber Das müsste okay. halten. Mach schnell, Sally. Na, mach schnell, Sally. Ah, es ist aber wirklich scheißen dunkel. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Ja, das hoffe ich auch. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Ja, die guten Zigarren, die gehören einfach zu Sully, das ist so. Und es war Licht, wir haben mehr Licht. Wow. Ah, okay. Weil so viel mehr Licht jetzt auch nicht, aber ist okay. Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Ja, ich bin dabei, Sully. Cool. Schön. Ich würde auch immer in so eine Höhle gehen und direkt zündeln. Das wirkt überhaupt Und nicht jetzt? gefährlich. Okay. Ja. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Er ist einfach ins Nichts gesprungen. Okay. Ja, das kann in Uncharted relativ oft passieren. Tod ist nicht so schlimm. Die Speicherpunkte sind in aller Regel recht. Ne, sag mal, Nate! Ich find's schön, dass Sully übrigens am Rande steht und dann einfach sagt, Nate! Das klingt. Ach, egal. Guck mal, mache ich hier irgendwas falsch? Okay, spring mal bitte hoch. Okay, ich glaube es. Okay, nein! Aid! Drei Tode direkt. Wow. Ach, Nate. Ich habe verstanden, dass ich mich schneller. Nein, Nate. Lass doch bitte los. So, nach unten bitte. Oh. Okay. Okay. So, hier sterben wir natürlich nicht. Wer kennt's nicht? Oh, mal schauen. Ich glaube, ich musste hier erstmal weitergehen ohne Sully. Oder? Oh.
Da ist doch eine Leiter hinter dem ganzen Geröll. Ist da eine Leiter im Geröll? What? Ja, Sully, wenn du die Leiter so genau siehst, warum benutzt du sie nicht? Ich bin jetzt super betriebsblind, glaube ich. Ich würde das anzünden, aber ohne Sully. Ach so, sag mir nicht, man kann auf das Ding schießen hier. Nein, man kann darauf nicht schießen. Kann ich denn auf irgendwas schießen? Habe ich ein... Ah, ich habe ein rotes Fass übersehen. Oh. So. Wow. Dann kletter du mal runter. Den einfachen Weg, während ich mir so viel Mühe beim Klettern machen gemacht habe. So. Mache dein Werk, Sully. Mache dein Werk. Warum Nate sich die nicht einsteckt, die, Streichhölzer, das weiß ich nicht so genau. Aber sei es drum. Sully braucht ja auch eine Berechtigung, hier mit uns zu sein. Oh, weiter geht's. Ich frage mich halt, glauben Sie wirklich, dass am anderen Ende Eldorado ist? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Oder doch, ich bin mir sicher, dass Sie es glauben. Ich weiß nicht, was. Was macht man damit? In der richtigen Reihenfolge. Oh, die Zeichen kenne ich doch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Eins, zwei. Also erst dieses komische Eck, dann... Soll das ein Vogel sein? Ich weiß nicht, wenn es ein Vogel ist. Für mich ist es ein Vogel. Dann die Spinne und dann das Gesicht. Muss ich hier drauf gehen? Gute Frage. Wie planlos ich gerade wirke. Nate, kletter doch hoch. Bist du da hinten, was ich suche? Nein. Oh. Ups, Salappa. Sully, geh mir aus dem Weg. Nee, geh mal darüber. Ist das das? Nein, ich bin jetzt echt überall hochgeklettert, nur nicht da, wo ich hochklettern sollte. Oh, das ist traurig. Okay. Ah, mal gucken. Sully? Nate? Na, ich sage ja, das Klettern ist nicht immer so geil. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Oh, achso, okay, so geht's. Dann jetzt. Ich hab's jetzt wieder in Horizon gemacht mit dem, mit dem Punkt kann man, wenn man den Kreis auf dem Controller drückt, kann man rückwärts springen. Nate kann das nicht. Ah, Nate! Okay, danke. Ich dachte, ich muss jetzt noch eine Ehrenrunde machen. Wisst ihr, was das Geilste ist? Ich habe jetzt... Hey, da passiert was. Ich weiß, wenn man Knöpfe drückt, passiert in aller Regel immer was. Ich habe die Reihenfolge jetzt schon wieder vergessen. Okay, jetzt der Vogelmann, die Spinne und das Gesicht. Was ist denn hier drüben? Ist hier drüben der Vogelmann? Ich weiß es nicht. Ah nein, hier ist das Gesicht. Also komm, lass los. Ey, Nate. Okay. Dann schauen wir mal. In 20 Minuten ein Rätsel, das nennt man Unterhaltung. Nee, bitte. Vogelmann? Bitte. Ist das die Spinne oder der Vogelmann? Oh, man. Ist vielleicht doch ein bisschen dunkel. Ich mal. Was bist du? Du bist, glaube ich, der Vogelmann. So, jetzt hier rüber. Oh,
Und runter. Hoch. Da hat man durch die Textur geguckt. Und das letzte. Ja, wow. Ich überlege gerade, kann ich da einfach dezent reinspringen oder ist das Wasser noch nicht hoch genug dafür? Ich bin jetzt irgendwie. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Oh, warte, okay, mal, nein, er hat es schon gesagt. Jetzt bloß nicht loslassen. Sei vorsichtig. Ich hätte es getan. Ich hätte es getan. Okay, am Rand sind Stufen. Da sind Stufen, da hat er recht. So, dann gehen wir doch mal dahin. Gehen herunter. Ich hätte es glatt getan. Na, Nate? Willst du die Stufen nicht runter? Hey, pass gut auf da. Verdammt, nein. Oh, Nate, das war nicht das, was ich wollte. Ist okay. Ja. Warum beim ersten Mal, wenn es auch einfach beim zweiten Mal geht? Oi. Ja, Nate lebt so gefährlich. Das ist Wahnsinn. Nate bescheißt sich auch in der Regel vor Glück. Das muss man einfach echt knallhart sagen. Das tut er. Was der arme Mann hier leistet, während Sully gemütlich oben auf uns wartet. Okay. So, jetzt kann ich da reinspringen. Gut, dass ich es ja nur einmal ausprobiert habe, obwohl ich es gar nicht ausprobieren wollte. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Ich glaube, tauchen können wir gar nicht. Nee, tauchen können wir nicht. Ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht immer ein Fluch, wenn man nicht tauchen kann. Jetzt bin ich nass. Kamera. Come on, Kamera. Manchmal haben die hier wirklich seltsame Kamera. Ja, sag ich doch. Jetzt wusste ich vor lauter Kamera gar nicht mehr, wo ich hinspringen möchte. Geschafft! Ja! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? So. Da sind sie, die tollen roten Fässer. Wir werden sie einfach mal direkt explosion. Kann Sully jetzt also einfach zu uns hochklettern? So ohne Widerstände? Nee, noch besser. Er kann einfach hier durchlaufen. Das ist alles klar. Und nein, bitte nicht reinfallen. Nee. Ah. Nein. Nicht schlecht. Ich nehme den hier. Welchen nimmst du? Ach so. Tippen. Ja, ich sehe mal zu spät, ob man tippen muss oder durchgehend gedrückt halten muss. Aus, Holz. Oh, das sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Gar nicht. Da laufen wir direkt drauf los. Sieht sicher aus. Ach, Nate. Nate. Sicher. Sicher. Er sagt sicher. Guckt euch das an. Och, gegen die Kamera laufen. Hm. Ich habe damit auch überhaupt keine Aggression oder emotionalen schmerzhafte Erinnerung, wenn ich gegen die Kamera laufe. Übrigens läuft sich das hier viel geiler als in der. Und selbstredend ist jetzt ein Weg für Sully da. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Ich find's übrigens immer geil, wie er selbst feststellt. Oh mein Gott, ich lebe noch! Wie ist das denn möglich? Ja, nee, ich weiß es auch nicht. Sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Es sieht aus, als hätte der endlich Glück, ich weiß nicht. Na, Nate, warum willst du nicht schneller laufen? Der Raum sieht nicht so episch aus, als dass ich nur langsam laufen darf. Oh, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann,
Kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ja, wir folgen der Spur. Natürlich kriegt Sally große Augen, wenn er was von einer goldenen Götze hört. Er ist ein bisschen geldgeil. Aber jetzt nicht so, wie es im Film übrigens dargestellt wird. Das hat mich megamäßig genervt im Film. Also Sully war nicht mein Sully. Hier hören Sie auf. Ja, sieht aus, als wenn ich erinnere mich hier. Ja. Wie kann ich hier nicht hochspringen? Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Und jetzt? Und jetzt wartest du, bis ich fertig bin, Sully. So, denn ich habe in Erinnerung, dass da blinkt. Und ich weiß, dass das nicht der erste Schatz, glaube ich, ist, sondern ich habe bestimmt schon welche übersehen. Aber gut. Ist ja nicht 100%. Ich finde das irgendwie süß. Eine Schildkröte. Und weiter geht's. Rauf in den Sonnenaufgang. Halt, Sally, hörst du das? Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ein deutsches U-Boot. Immer haben die Deutschen auch nur mit allem so zu tun. Immer. Es ist ein Schatz. Es geht um lebensverlängernde Maßnahmen. Deutsche. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hm? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und gebe dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Ich weiß nicht, Nate. Das sieht aus, als würdest du sowas zum Frühstück machen. Ein überraschender Fund. Schon Kapitel 3. Ja, ein bisschen haben wir noch. Das machen wir auch noch. Boah, ich die Kletterpassagen so liebe. So. Ach ja, Leon. Da war ja was mit Lian. Rauf, Nate. Und dann... da hinten hin. Und weiter. Zur nächsten Liane. Tarzan. Oi. Oi. Ich bin jetzt tatsächlich blind gesprungen. Na, Nate. Come on. Okay. Ich finde das mit den Lianen. Oh, nicht! Scheiße, als müsstest du. Okay. Gewöhnt euch dran. Es wird in diesem Spiel und Let's Play verdammt viele Tode geben. Das ist so. Ach, nicht. Springt er mir einfach ins Irgendwo. Ich liebe es. So. Aber jetzt nochmal hier. So, ich wollte nämlich... Wo muss ich denn hinspringen? Ah, okay. Ich hatte einfach nicht genug Schwung. Ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal kurz ein Herz rausgekriegt. So. Ach, es sieht aber toll aus. Es sieht einfach so toll aus. Das Grün zu grün. Ein Schatz. Oh.
Muss ich gar nicht hier lang? Leute, ich musste gar nicht hier lang, glaube ich. Okay, so geht's an die Kante sprengen. Na komm, nicht. Zack. Hey, pass da oben auf. Da geht's tief runter. Ach, wirklich? Sally, geht's hier tief runter? Und einmal rüber. Einmal rüber. Und hier machen wir einen kleinen Cut. Ich finde, mit der Aussicht lohnt sich das. Die Sonne scheint. Es ist wunderschön. Ich glaube, ich würde mir auch eine Weile hier hinsetzen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns das nächste Mal. Und dann erkunden wir ein U-Boot. Ciao.